Hallo und herzlich willkommen zum Minecraft Let's Play hier mit dem neuen Super Shader. Und der Super Shader, ich weiß nicht, ob ich euch den zeigen kann. Optionen, Grafikeinstellungen, Shader-Effekte. Der Sylduous Vibrant Shader. Und ihr habt den auf High, auf Extrem geht's überhaupt nicht. Ja. Ich drück auf zurück, weil wenn ich da fertig drücke, da haben wir schlechte FPS. So, wir machen uns auf, gehen Hohenstein. Ich kruste aber zuerst mein Inventar aus. Das geht doch recht fix jetzt. Ich laufe da jetzt nicht extra hin oder so. Ich nehme. Ist hier oben wieder irgendwer suizidgefährdet? Nein. Guten Tag. Ich wollte gerade sagen, dass hier unser lieber Gerd, oder wie ich ihn genannt habe. Habe ich den Gerd genannt? Ich weiß gerade gar nicht. Anton? Nein. Das war jemand anders. So, hier. Eichenholz. Zack, 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 zack. Schwarzeichenholz haben wir noch nicht. Haben wir noch Schilder. Guckt die Schilder, ja. Bam. Fichtenholz haben wir aber. Da hinten. Zack, zack. Fackeln kann ich ja mal mit runternehmen. Kohle. Kohle, nee, nicht Kohle. Hier genau, hier kommt die Treppen rein. Zack und zack, hier wird man ja schon wieder rumgeschubst. Das ist weiß gebrannter Ton. Weiß gebrannten Ton kommt hier oben rein. Zack. Dann Erde und Seide. Erstmal drüben die Seide, die kommt glaube ich hier rein. Bin mir gerade nicht sicher. Ach nee, die kommt ja oben rein. Hier ist die Tür. Die kommt hier oben rein, weil hier oben sind ja auch fast das Hohenstein. Salon, wir haben hier einen Briefkasten. Warum baust du dann eine neue Truhe auf? So, Seile. Hier ist ein Hund drin, den bekomme ich da weder raus noch hier runter. Fast das Hohenstein. Rote Beete. So. Azertrick, brauchte ein paar Kartoffeln. Habe das mit deinem Handelsregister noch nicht so ganz verstanden gehabt. Sag mir einfach, was du haben möchtest. Die rote Beete schon mal als kleine Anzahlung. Einfach nur, Serlo, wenn du das siehst, einfach nur reinschreiben, was du möchtest. Ich tue das dann schon schön schreiben. Einfach nur drunter dengeln, was du möchtest. So, Anzahl und Gegenstand. Also wie zum Beispiel, brauchst du dann nur hinschreiben, zwei Stacks Kartoffeln, ne? Und als Gegenwert dann eben, was du mir dann geben möchtest. Und dann geht das schon klar. Guck mal, jetzt, vom Buch aus weiß ich ja nicht, ein paar Kartoffeln. Zwei Kartoffeln, vier. 57 rote Beete. Können wir so machen. Also ist ein gutes Angebot auf jeden Fall. Ja, ein gutes Angebot. Ich tue es auf jeden Fall mal hier hinten rein. So. Ja. Sind mehr Hunde geworden. Kann das sein? Kann ich die aufstehen lassen? Den kann ich aufstehen lassen. Den auch. Den auch. What the fuck? Wer auch immer in Nordwind ist, bitte hört auf, die Hunde zu hier Nachwuchs zu machen mit den Hunden. Bin ich letztens schon erschrocken hier. Hohenstein. Machen wir das hier mit rein. So, zack, zack. Buchenfeder. Genau. Schreiben das mal hier rein. Ich wollte jetzt eigentlich wirklich. Ja, klasse. Warum ist das ein leeres Buch? Mit wem habe ich am meisten schon gehandelt? Mit hier Musek. Genau. Nämlich Kies unten drin schon mal. Genau. Guck mal hier. Große Sache. Das muss ich gleich mal ändern. Das Angebot hat sich nämlich verbessert. Fichten. Stämme. Fertig. Niemals signieren das Ganze. Also, ich lasse erstmal die erste Zeile frei.
Und warte mal, muss ich noch mal ganz kurz schauen. Na, wieder eine verschenkte Folge. Erst kommt die Wünsche, dann der Gegenwert. Genau. Lesen wir das mal hier rein. So. Was war das jetzt? Das hier, ne? Wo nichts drin stand. Genau. Lass mal die erste Zeile frei. Das Zustand nochmal vorbearbeiten. Ich habe gedacht, das hatte ich schon getan. Es sei denn, der Serlo hat das Buch noch in seinem Inventar. Oder ist es ja irgendwo hier drin? Weil ich habe ja auch eine Truhe mit ganz vielen Büchern. Na, das wird jetzt ja spannend. Oder ist die irgendwo hier andere? Nee, das ist hier genau. Nee. Gut. Aber die Seite 2. Wünsche. Und die Seite 3. Gegen Wert. Double Round. Genau. Machen wir erstmal fertig. So, haben wir das erstmal. Steht oben Seite 1 von 3, 2 von 3. Wünsche. Schreibe ich jetzt mal das rein, was du haben möchtest. Du willst Kartoffeln. So, ich weiß nicht wie viel. Das musst du mir dann noch sagen. Und dann in derselben Handelsnummer hast du mir rote Beete gegeben. Rote Beete. So, da kommt jetzt unten drunter, zum Beispiel, wenn es zwei verschiedene Sachen gibt, die du mir geben möchtest, was anderes, wie zum Beispiel das hier, ne? Also, oder Leinen, ne? Oder Goldnuggets zum Bleistift. Aber so, und wenn du jetzt was Neues mir geben möchtest, dann wirst du ja einfach nur drunter schreiben, wie zum Beispiel, du brauchst jetzt Zebrafleisch. Da schreibst du Zebrafleisch hin, ne? Zebrafleisch. Oder und vielleicht noch davor oder dahinter, wie viel du da haben willst. Also du möchtest 12 Zebrafleisch haben. Zebrafleisch 12 kann ich natürlich auch was damit anfangen. Und kann ja auch sein roh oder gebraten. Kannst du ja hinschreiben roh oder eben braten. Ne? Kann man so abkürzen oder man kann es auch gebraten hinschreiben. Also oder möchtest du jetzt Koppelstein haben, da schreibst du hin, hier ein einmal 64 oder zweimal 64 hier Pflasterstein, ne? Pflasterstein. Ne? Brauchst die Nummer davor, brauchst du überhaupt nicht hinschreiben. Ja? Und dann eben, dann hier drüben auf der anderen Seite als Gegenwert, sagen wir mal jetzt hier. Wenn du das haben möchtest, gibst du mir jetzt Gegenwert, Holz oder irgendwas. Nimm mal Holz. Schreibst du einfach nur, jetzt, du möchtest da 30 Eichenholz haben. Ja? Eichenholz. Bäm. Ja? Musst du natürlich nur dahinter schreiben. Eichenholz. Stämme? Oder Bretter? Ne? Ja, das ist auch ein guter Punkt. Gut. Aber das ist mal so fertig. Ich werde das wahrscheinlich ein bisschen besser angehen. Ich tue das mal hier auf die Seite und das Handelsregisterbuch auf die andere Seite. Das kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal in die Post. So, wir wollten dann hier noch etwas reinkrusten, wie zum Beispiel das. Das. Glas. Erde. Ich packe es erstmal alles hier rein. Zack, zack. So, jetzt gehen wir erstmal hier nach Hohnstein. Jam, jam, jam. Super. So, gehen wir mal nach Hohnstein wieder zurück. Und die Sonne geht gleich unter, da wird man wahrscheinlich am Hafen schlafen. Reimt sich. Am Hafen schlafen. Also in Wattungen. Schlafen mal in Wattungen. Können wir gleich mal das Bett testen von der lieben Darkseid. So, zack, zack, zack. So, na, gehen wir dann in der nächsten Folge nach Hohnstein und überprüfen unseren Marktstand. Wunderschöner Sonnenuntergang. Muss ich
ich eigentlich gleich mal so festhalten hier. Und zack. Herrlich. Also wenn der Shader nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Es frisst eben nur, also der andere Shader hier, unser Mr. Meeps Shader, der ist ja auch schon auf Ultra. Und kann ich dir mal ganz kurz zeigen. Upsala. Mr. Meeps Shader hier, Grafik Shader. Der hier. Oh nee. Ja, hier, der. Ist auf Ultra, ne? Und Ultra ist hier Extreme. Kann man so sagen. Das ist der Light, ne? Light. Da kann ich auch ein halbes Gigabyte hier drauf haben. Ist ja immer noch flüssig mit dem Shader, ne? Der ist mit dem Gigabyte auch noch flüssig. Könnte ich auch einen halben Gigabyte hinzufügen. Da ist der auch super flüssig noch. Ne? Beim Light, erstens sieht beim Light die Sonne übelst beschissen aus. Die reflektiert da überhaupt nichts. Einzig, was die macht, ist ein Schatten, der noch gar nicht mal so schön ausschaut. Bei High ist das schon richtig schön, muss ich sagen. Bei Motion Blur hat es bei mir schon ein bisschen angefangen zu ruckeln, ne? Und das habe ich dann schon leicht. Ich habe beim High habe ich so 2 GB erstmal zugewiesen, dann 3, dann 4, dann 5. Und da habe ich aufgehört, weil es da einigermaßen flüssig zwischen 20 und 30 FPS läuft, ne? Nur wenn ich jetzt hier mal irgendeinen Shader switche, egal welchen, es kann ein noch extremerer sein oder eine Pupulala Shader wie der Mr. Meeps Shader, ne? Der von sich aus auch gut ausschaut, aber der hat so einen leichten Graustich, wo ich dann wieder zurückgewechselt habe. Ist mir das aufgefallen. Auf jeden Fall jetzt nicht auf Fertig, sondern auf Escape, weil sonst, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ciao, ciao!